Hallo Leute und herzlich willkommen zur Mixing-Lektion. Ja, es ist jetzt also endlich soweit. Wir gehen wirklich zu den Übergängen, also zum richtigen Mixen von Liedern. Lang genug drumherum geredet, wie man die Geräte bedient, wie man Musik auswählt, wie man sie vorbereitet und so weiter und so fort. Jetzt geht es wirklich hier ans Eingemachte. Im Gegensatz zum Beatmatching, wo es ja einfach nur recht stumpf darum geht, eben Tracks aneinander anzugleichen, haben wir bei einem generellen Mixing, also beim Übergang, natürlich höhere Ansprüche. Wir möchten, dass am besten neben der Geschwindigkeit auch noch der Key stimmt, also das Ganze dann harmonisch klingen wird, und darüber hinaus eben auch noch, dass die Tracks charakterlich zueinander passen, denn Key und BPM sind zwei sehr theoretische Faktoren, zwei Variablen, die zwar eigentlich, wenn sie zusammenpassen, schon recht gut voraussetzen, dass auch die Tracks gut zusammenpassen werden, aber zum Beispiel können ja auch der Key und die BPM von einem Hip-Hop-Track und von einem elektronischen Track gleich sein und es wird trotzdem nach gar nichts klingen, jedenfalls nach nichts Gutem. Und deswegen natürlich auch ganz wichtig, eben der Charakter, so dieser Stil, Rhythmus und so weiter von einem Track, also wie so die Art Persönlichkeit von einem Track, ob die eben auch noch gut passt. Außerdem, wenn ihr dann eben auch noch Tracks auswählt, die ihr miteinander mixen möchtet, müsst ihr natürlich auch ganz klar ein Auge darauf haben, dass ihr ja euer Set im Prinzip schon richtig aufbaut und auch schaut, dass die Tracks, die ihr miteinander mixen möchtet, ja eine Möglichkeit bieten überhaupt, wie ihr es euch vorstellt, dass ihr auch einen Übergang machen könnt. Eben einen Fade-In- und Fade-Out-Punkt oder eben Punkte, wo ihr dann Cuts macht, Backspin, was auch immer. Lernt ihr alles noch in dieser Lektion, was es für Möglichkeiten gibt. Aber auf jeden Fall nicht kopflos aus eurer Mediathek oder aus eurer Plastenkiste irgendwas rauszerren, aufs Deck schmeißen und gut ist. Das ist auf jeden Fall nicht unser Anspruch. Euer Publikum wird es euch auf jeden Fall auch danken, wenn ihr euch da richtig Gedanken macht. Und das ist vor allem auch das, was euch dann von einem schlechten oder auch ja, durchschnittlichen DJ unterscheidet, dass ihr euer Set, euer Übergang wirklich mit Köpfchen macht. Und so hebt ihr euch dann auch auf jeden Fall von eurer Konkurrenz ab. Denn einfach nur irgendwelche Tracks aneinander rein ist heutzutage nicht mehr die größte Herausforderung, gerade mit solchen technischen Lösungen. Deswegen kommt es darauf an, welche Tracks ihr wie ineinander mixt und was für ein Set dann am Ende da hinten bei rauskommt. Wenn ihr eben dann Tracks ausgewählt habt, bei denen alles passt, sei es jetzt BPM, Key, Charakter und so weiter, dann geht es eben darum, dass ihr schon mal darauf konzentriert, wie bringe ich den neuen Track rein und wie nehme ich den alten noch wieder raus. Das vergessen nämlich auch viele DJs, dass sie sich nur darauf konzentrieren, wie sie den neuen Track reinmixen. Und auf einmal sind sie relativ am Ende vom Übergang angelangt oder eben, klar, haben eine coole Möglichkeit gefunden, den neuen Track reinzubringen und auf einmal ist der Übergang schon geschehen und schiefgelaufen, weil man sich gar nicht darüber Gedanken gemacht hat, wie man den alten Track dann auch wieder rausbekommt aus dem Mix. Das heißt also vorher Fade-In oder Fade-Out-Punkte schon ausfindig machen und sich logischerweise auch überlegen, ja, was mache ich denn? Nehme ich einen Cut, scratche ich die Tracks, mache ich einen Backspin, mache ich einen klassischen Blend? Habe ich vielleicht gar keine Möglichkeit, einen richtigen Übergang zu machen und muss dann noch irgendwelche Alternativen wählen, zu denen wir auch noch kommen, wenn eben kein klassischer Übergang möglich ist und so weiter. Mit diesen Sachen solltet ihr euch schon beschäftigen, bevor ihr überhaupt euch ans Beatmatching gemacht habt, denn ihr braucht keine zwei Tracks beatmatchen, bei denen ja kein richtiger Übergang möglich ist oder die einfach nicht gut zusammenpassen. Testet dann am besten auch, wenn das alles mal klar ist, auf den Kopfhörern schon ein paar Übergänge. Ihr könnt ja einfach dann beide Decks mal zuschalten, könnt am EQ, an den Filtern schon mal ein bisschen rumspielen, könnt schauen eben, wie vertragen sich die Tracks, einfach ein bisschen im Kopf mal durchgehen, wie würde sich was hier anhören und ja, geht das einfach alles schon mal durch. Relativ zügig natürlich, bevor es konkret wird, weil ihr müsst natürlich dann auch irgendwann nochmal konkret werden. Wichtig ist beim Übergang ganz klar, genau wie beim Beatmatching und so weiter, auch immer wieder die Struktur, im Prinzip der Aufbau eines Tracks. Das heißt, ihr beachtet die Phrasen und die Taktstruktur, hatten wir auch beim Beatmatching alles schon. Und vor allem auch im Musikkurs geht es ja generell viel darum. Und eben, was wir auch ja gelernt haben, Tracks am besten taktsynchron. Hier kommt jetzt eben dann auch noch dazu, dass wir
Mix in Key machen möchten. Das heißt also, wir versuchen einen harmonischen Übergang hinzubekommen. Das heißt, wir schauen uns die Tonhöhen der Tracks an und schauen, welche harmonieren denn gemeinsam. Denn wie wir auch in der Musiklektion gelernt haben, geht es nicht darum, einfach denselben Key zu nehmen, sondern es gibt x verschiedene Kombinationen, in welchen Möglichkeiten eben Tracks auch gut miteinander harmonieren. Falls ihr merkt, dass es absolut nicht möglich ist, einen harmonischen Übergang hinzubekommen oder ihr es auch einfach nicht möchtet, weil ihr sagt, dieser Track muss jetzt unbedingt als nächstes kommen und der ist halt nun mal nicht harmonisch zum aktuell laufenden Track, dann schaut, dass ihr euch irgendwie ein Intro und ein Outro sucht, die relativ unmelodisch sind, die relativ unspektakulär sind. Ja, einfach nicht so viel Melodie und Charakter in diesem kleinen Liedpart ist, dass ihr einen Übergang machen könnt, ohne dass man das groß hört, weil eben gerade bei den Percussions oder bei der Bassdrum, da ja, kann dann im Anführungszeichen nicht viel schief gehen. Wenn ihr dann also endlich mal soweit seid, dass ihr einen neuen Track ausgesucht habt, der hoffentlich wunderbar zum bereits laufenden Track passt, dann wird es also richtig konkret. Wir schmeißen den aufs Deck und als erstes schauen wir mal, dass wir die beiden Tracks von der Lautstärke her aneinander anpassen. Denn wenn wir jetzt beispielsweise hier mal einen Track laufen haben, dann schlägt er bis zur 3 hin aus. Wir haben ja auch in der Mixer-Lektion schon gelernt, bis in den orangen Bereich ist noch in Ordnung. Alles darüber, dann wird es auf jeden Fall langsam kritisch. Und wenn wir jetzt hier auf dem nächsten Deck auch noch einen Track haben, dann sehen wir zum Beispiel, dass der nur bis 0 ausschlägt. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass dieser Track etwas leiser ist als der bereits laufende und müssen dann logischerweise am Deck-Gain die Lautstärke etwas erhöhen, um die auf selbe Level zu bringen. Denn wir wollen ja weder die Gesamtlautstärke erhöhen noch verringern. Deswegen wichtig, dass wir immer da auf demselben Level bleiben. Geht dafür am besten eine Stelle vom Track, die besonders ja, energiegeladen ist, sozusagen, die besonders laut ist. Das heißt, ihr pickt euch am besten den Refrain raus. Und auch ganz wichtig ist, dass ihr den EQ auf die Nullstellung gestellt habt oder eben 12 Uhr, je nachdem. Und auch keine Effekte oder eben der Filter zum Beispiel aktiviert sind, weil das logischerweise dann auch den Eindruck wieder verändern würde. Das Beatmatching müsst ihr sowieso ja über die Kopfhörer machen, was dann eben als nächstes folgt. Und dann empfehlen wir euch auch, den Übergang am besten gleich auch noch über die Kopfhörer abzuwickeln. Denn selbst wenn ihr Monitorboxen habt, dann ist es oft ein bisschen schwierig, da so genau zu arbeiten wie auf Kopfhörern. Ihr könnt dann entweder zum Beispiel halbe-halbe machen, das heißt, ihr habt dann den neuen Track zum Beispiel auf den Kopfhörern und der alte läuft noch draußen oder ihr habt generell beide auf den Kopfhörern, habt aber trotzdem nur halb offen und eben hört dann trotzdem noch über die andere Seite dann über die Monitorboxen oder eben ganz klassisch über Kopfhörer. Was wichtig ist, dass manchmal eben draußen das Ganze sich nicht so anhört wie auf den Kopfhörern, weil ja immer die Wiedergabe von der PA ein bisschen anders ist, ein bisschen besonders ist. Und deswegen macht es auch ab und zu Sinn, eben das Ganze dann über die PA immer wieder zu kontrollieren. Das heißt, ihr setzt die Kopfhörer mal ab und schaut, das, was ich bis jetzt gemacht habe, hat das alles Hand und Fuß und setzt dann zum Beispiel wieder auf. Wenn ihr das Ganze mit solchen modernen Gerätschaften wie so einem CD-Player oder eben mit der DJ-Software macht, dann habt ihr es natürlich relativ einfach, euch an dieses Takt- und Phrasenmuster zu halten. Wenn ihr das Ganze analog macht, wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil dort habt ihr kein Display, habt keine anderen Helfer, die euch das irgendwie anzeigen. Und deswegen heißt es hier auf jeden Fall mitzählen. Ihr müsst also schauen, dass ihr entweder von Anfang an mitzählt, also vom ersten Schlag im Prinzip, vom ersten Downbeat, oder ihr wartet ja immer Phrasen ab, weil logischerweise sind auch Tracks auf Platten ganz klassisch aufgebaut. Das heißt eben, kommt die in eine neue Phrase und ihr wisst zum Beispiel, es ist ein elektronischer Track, dann wird die in der Regel 8 bis 16 Takte lang gehen. Und klar, auch wieder 4 Vierteltakt, also 4 Schläge pro Takt und so weiter. Das heißt also, wenn ihr von Platte zu Platte mischt und euch hier an dieses Takt- und Phrasenmuster halten möchtet, dann müsst ihr sehr aufmerksam sein und eben immer mitzählen bei den Schlägen. 1, 2, 3, 4. Und beim alten natürlich auch aufpassen, weil dann, wenn eben beim alten, gerade laufenden Track
eine Phrase ja zu Ende ist, geht logischerweise immer die nächste los und genau dann müsst ihr ja dann die neue Platte auch schon wieder parat haben und auch taktsynchron starten. Das ist also gar nicht so einfach, da braucht ihr dann auch natürlich wieder Übung und ja, das eben als ganz wichtiger Tipp oder Punkt, das ist ja eigentlich kein Tipp, das ist Voraussetzung, dass ihr, wenn ihr analog auflegt, dass ihr da wenigstens in gewissen Passagen immer mitzählt. Natürlich ist es auch ein bisschen irrsinnig, dann jeden Schlag von Anfang bis Ende des Tracks mitzuzählen. Ihr könnt euch dann zum Beispiel aber auch zur Hilfe auf das Label hier Informationen schreiben. Zum Beispiel Refrain ist so und so viel Takte lang oder eben Break oder Intro, Outro und so weiter ist so und so viel Takte lang. Und eben, es kommt die Phrase, die Phrase, die Phrase. Ihr könnt ja eben das machen, wie ihr möchtet. Also das auf jeden Fall zur Erleichterung. Könnt ihr hier noch gewisse Vermerke machen, um ja, das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen einfacher zu gestalten. Generell werdet ihr nicht darum herumkommen, einfach so viel zu üben und zu mixen, wie es nur geht. Denn Übung macht den Meister, ist auch nichts Neues. Und ihr müsst einfach Übergänge machen ohne Ende. Immer wieder neue Tracks, immer wieder vielleicht auch von Genre zu Genre, unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedlicher Key, um auch eben mal zu hören, wirklich was klingt unharmonisch, was klingt harmonisch und so weiter. Und am besten nehmt ihr das Ganze auch auf, denn dann könnt ihr es euch später nochmal anhören und wisst eben, war das jetzt alles cool, was ich gemacht habe oder nicht. Denn oft ist es auch so, dass ihr gerade was macht und ihr denkt, boah, der Übergang war jetzt wirklich Hammer und es hört sich eigentlich scheiße an. Oder umgekehrt eben, ob das jetzt so gut war. Und dann hört ihr es euch nochmal an und denkt, oh, ging ja eigentlich schon klar. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr das wieder aufnehmt und vor allem auch mit ein bisschen Abstand sozusagen mal betrachtet. Das heißt, ihr setzt mal die Kopfhörer ab, macht alles aus und schaut es euch in ein paar Stunden oder Tagen immer wieder nochmal an. Und ja, checkt eben, was ihr da so fabriziert habt. Wenn ihr dann doch mal Geschwindigkeitsveränderungen am Pitchfader vornehmen müsst, dann schaut, dass ihr so plus minus 5% eben innerhalb dieser Range bleibt, ohne Master Key oder Key Lock, denn ihr verändert ja dann eben auch gleichzeitig die Tonhöhe und ab eben plus oder minus 5% wird das Ganze dann auf jeden Fall hörbar. Deswegen ist das mit Vorsicht zu genießen. Eben insofern ihr Keylock oder Master Key anhabt oder Master Tempo, wie es in diesem Fall jetzt zum Beispiel heißt, dann könnt ihr euch weniger Gedanken machen, aber ihr solltet es auch nicht komplett aus den Augen verlieren, denn auch ja allein dadurch, dass der Beat ja langsamer oder schneller wird, vermittelt ihr ja trotzdem sozusagen eine gewisse Botschaft. Wenn euch das Ganze ein bisschen zu schnell geht und ihr halt nicht ganz hinterherkommt mit dem Beatmatching, mit den Stellen, welche jetzt gut für einen Übergang geeignet sind oder generell einfach mit der Tracksuche überhaupt schon, egal was auch immer, ihr kommt nicht ganz hinterher, müsst ihr natürlich was unternehmen. Das heißt, entweder ihr setzt einen Loop, haben wir ja in der ersten Lektion schon geklärt und gezeigt, oder ihr benutzt Beat Jump, das heißt, ihr springt einfach im Track wieder zurück. Da müsst ihr aber schauen, in welchen Schritten ihr das macht, damit es halt nicht hörbar ist. Denn wenn ihr auf einmal aus einem Outro wieder zurück in den Refrain springt, dann wird es doch ein bisschen komisch klingen. Innerhalb einer Phrase ist es relativ entspannt zu springen, da eben dort ja, der Track sich nicht großartig verändert. Aber zum Beispiel gerade wenn Vocals mit im Track sind, dann müsst ihr schon deutlich aufpassen, denn gerade bei Beats kann es der Zuhörer in Anführungszeichen noch irgendwie verkraften oder überhören. Aber spätestens, wenn wir bei Vocals sind, solltet ihr schon sehr genau achten, wie ihr wohin springt. Ansonsten ja, remixt ihr sozusagen den Track und das kann vielleicht sehr cool sein, in vielen Fällen wird es aber eher schräg sein. Auch wenn ihr zum Beispiel nicht die Möglichkeit habt, dass sich Tracks synchronisieren gegenseitig, was zum Beispiel die Loops oder Cue-Punkte angehen, um jetzt Fade-In- oder Fade-Out-Punkte zu setzen, dann könnt ihr natürlich trotzdem auch zum Beispiel in einen zweiten CD-Player denselben Track reinladen, setzt dort dann den Cue-Punkt oder den Loop, wie ihr ihn haben möchtet. Er synchronisiert sich zwar nicht mit diesem Deck, aber nachdem ihr das Ganze getan habt, spult ihr einfach an die Stelle, an der dieser Player hier gerade ist, blendet einfach über und habt das Problem dann einfach so gelöst. Also sozusagen Trick im Trick. Wenn ihr mit Vinyl arbeitet, dann habt ihr in Anführungszeichen ein Problem, denn hier kann man weder Beatjump noch Loop mal kurz hier aktivieren. Deswegen die einzige Möglichkeit, die ihr hier habt, ist
dass ihr, wenn ihr hoffentlich einen Mixer habt oder ein Effektgerät, dass ihr hier ein starkes Echo, Delay, Reverb, ähnliche Effekte drauflegt, um ja den Sound ein bisschen lang zu ziehen und ja auch das Signal vom Turntable ein bisschen zu übertönen sozusagen. Nehmt dann den Line Fader kurz runter, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall auch Post Fader Effekte, weil sonst wird der Effekt selber logischerweise auch mit leiser. Und dann versetzt ihr die Nadel kurz und blendet das Ganze wieder ein. Also ein bisschen abenteuerlich, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja, auch hier jetzt genug mit Theorie. Wir machen jetzt einige Übergänge mit euch durch. Eben der klassische Blend, also ein mehr taktiger oder mindestens mal mehr beatiger Übergang. Den Cut, der wird eher schnell, wie der Name schon sagt, vonstatten gehen. Ein Backspin, Scratch-Übergänge, Turntable FX oder was ist zum Beispiel auch, wenn man keinen Übergang machen kann. Also wir sehen uns dann in der Praxis wieder. Vielen Dank an dieser Stelle noch an recordcase.de für die Bereitstellung dieser Geräte, damit wir euch eine besonders geile Mixing-Lektion bieten konnten. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.